Hallöchen, weiter geht's mit Blade and Soul. So, was sollten wir eigentlich beim letzten Mal lernen? Ach ja, drücke Taste M und wegen da Wind wandeln. Wir sollen ja Wind wandeln. Das ist irgendwie so eine Art, ja, Teleportation. Das machen wir gleich mal. Wie sieht der Chat aus? Ich habe vorhin, also gerade eben schon wieder ein paar Goldzeller geblockt. Jetzt sind wir von Chat ja gar nichts. Aber ich werde dann sowieso gleich mal ein bisschen hier verkleinern den Chat. Was steht da denn? Kolossaler Mond. Was? Mondsteindrache. Spielzeitbeginn. Ja, alles klar. Irgendein Event. Keine Ahnung. Wir machen erstmal den normalen Quest weiter. Ich bin ja noch klein. Wir müssen erstmal aufleveln. Ich bin noch immer noch hier Rang 3. Oder Level 3. So, genau. Wir drücken erstmal Taste M. Und dann müssen wir ja da zurück. Wir müssen nämlich mit. Wie heißt der? Wie heißt der? Da ist er doch. Kapitel 3, Dodan der Held. Auf jeden Fall müssen wir gleich mit einem Kerl da sprechen, aber wir müssen erstmal jetzt zurück zum Bambusdorf. So. Wind wandelt nach Bambusdorf. Kosten für das Windwandeln 0, okay. So, jetzt wandelt er sich zurück. Er windwandelt sich. So, kein Ladebildschirm hier. So, jetzt sind wir wieder im Bambusdorf. Wunderbar. So wieder schönes, herrliches Wetter jetzt. Eben war ja totaler Regen da noch. So, wir müssen ja jetzt hier... Aber auch nicht was los hier, ne? Ach, hier mit ihm müssen wir mal wieder quatschen hier. Sieht doch sehr... Das soll das ein Buddha darstellen. Da oben seht ihr den dicken Buddha. Ist das so Art Buddha? Buddha-mäßig. Naja, komm, wir quatschen erstmal mit dem Typ hier. Ihr habt Meister Dodan gerade verpasst. Sein Vater Hauptmann Dochun ließ ihn rufen. Ihr solltet zu ihnen gehen. Oh, was denkt er denn? Was steht da oben? Ich hoffe nur, der kleine Meister Dodan steckt nicht in der... steckt nicht in Schwierigkeiten, okay. Der seht ihr oben da links die schwarze Blase, Bläschen. Das ist immer so, was er ungefähr denkt. Wir können das irgendwie aber ja, mitlesen. Mein erstes Mal Windwandeln war so grauenvoll, dass ich eine Woche lang krank im Bett lag und noch heute Albträume habe. Mhm. Mir geht es gut. Nun, das war, weil euer Windwandeln so kurz war. Ja, es war ja praktisch einen Steinwurf entfernt. Ich musste meilenweit von der Wächterküste aus zurückkehren. Mhm. Und es war auch teuer. Die Reise von der Wächterküste bis ins Krankenbett kostete mich ein halbes Monatsgehalt. Ah ja, stimmt, immer das ja noch umsonst, aber wir sind ja noch relativ am Anfang. Stimmt, späteren Verlauf wird das natürlich für uns natürlich auch teuer werden, denke ich mal. So, Windwandeln kostet Geld? Oh ja, je weiter entfernt, desto höher die Kosten. Und ihr müsst einen Ort mindestens einmal zu Fuß aufsuchen, bevor ihr dorthin windwandeln könnt. Okay, alles klar. Ihr werdet es schon lernen. Geht jetzt zu Hauptmann Dochuns Haus. Lass die Meister nicht warten. Kapitel 3, Dodan der Held. Nehmt den linken Weg. Er führt euch direkt zu Hauptmann Dochuns Haus. Den linken Weg. Aber erstmal müssen wir über die Brücke rüber, ne? Oh, hier klopft man da rum. Was kann man denn hier? Kann man eigentlich auch Berufe machen? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich mich noch gar nicht schlau gemacht. Hier könnte ich jetzt meine... 7 von 35. Ich glaube, wir müssen mal unsere Waffe reparieren. What? Geht nicht? Wir können sie nicht reparieren. Ah, wir haben bestimmt... Moment. Ja, wir brauchen ja so einen Hammer, ne, zum Reparieren. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Waffenhändler haben wir hier stehen. Was ist das? Bambuswache Kämpfer. So, drücke die Taste M, um die Karte zu öffnen. Geh zu dem als Stern gekennzeichneten Ort und beginne ein Gespräch mit mir. Wir sehen es ja so auf der Karte. Bin echt mal gespannt, wie sich der Berserker so entwickelt. Soll ja nicht so schlecht sein. Ich weiß nicht, wie der nachher später im PvP ist oder so. Aber jede Klasse hat ja immer seine Vor- und Nachteile, ne? So, müssen wir hier rein? Ich glaube ja... So, wo sind sie denn? Ah.
Da spawnen sie auf einmal auf. Ja, die Server sind momentan überlastet, weil gab so einen Ansturm. Echt an Blade & Soul, so viele Spieler. Die haben, glaube ich, auch letzten Tage, ich glaube, 4 neue Server gab es, ne? Deutsche Server, glaube ich, auch. Auf jeden Fall, es gab so einen großen Ansturm. Es kann so ab und zu mal sein, dass es echt dann mal hakt hier, wie eben so. Oder dass die NPCs einfach ja unsichtbar sind und erst geladen werden müssen. So, egal, wir schnacken jetzt hier mit, wie heißt er nochmal? Dochon. Alles in Ordnung? Ich hörte, ihr hattet mit Hauptmann Guam zu tun. Ich entschuldige mich für meinen Sohn. Ich stehe in eurer Schuld. Was sagt er denn oben? Wenn Dora nur nicht so leichtsinnig wäre. Ich habe Späher der Wache losgeschickt, um nach Jin Zuyun und ihren Handlangern Ausschau zu halten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Ich weiß, es ist hart für euch, Meister und Schule verloren zu haben. Bitte fühlt euch in diesem Dorf wie zu Hause. Oh, der ist aber nett. In dem Durcheinander konnte ich euch noch gar nicht meine Familie vorstellen. Meinen Sohn Dodan kennt ihr bereits. Ja, aber da wollen wir nicht weiter drauf eingehen, auf den Sohn. Das ist ja so ein, ja, ihr habt es ja mitbekommen, ne? In der letzten Folge, wie der Dodan so drauf ist. Vor längerer Zeit habe ich auch eine Tochter adoptiert, Nam Soyo. Sie war es, die euch im Haus der Heilung versorgt hat. Ah, ich kann mich erinnern. Das ist doch so eine ganz hübsche, ne? Aber ich denke mal, das sehen wir gleich noch. Sie müsste jede Minute hier sein. Okay. Kapitel 3, Dodan, der Held, immer noch. Ach ne, das haben wir gleich abgeschlossen. Oh, wir kriegen eine Waffe, ne? Was kriegen wir denn da? Oh! Axt der Hongmong Phase 1. Ah, die kann man aufwerten, ne? Stimmt, man braucht irgendwie von derselben Stufe oder desselben Ranges. Oder die Klasse, die gleiche Waffe, um dann die Waffe aufzuwerten. Aber dazu kommen wir dann, denke ich mal, vielleicht später oder im Laufe des Let's Plays. Was ist los? So? Hä? So nett? Hey, du! Vor Schönheit werden sie alle starr. Ist auch eine hübsche, ne? Bambusblüte. Ihr seid zurück. Da ist sie ja, die Kleine. Oh, wir können auch mit ihr reden hier. Ihr seid unversehrt. Wundervoll. Ich hörte bereits, was ihr und Dodan mit Guan angestellt habt. Wie mutig. Das war doch gar nichts. Ihr seid viel zu bescheiden. Alle reden über euch. Die dankbaren Dorfbewohner haben sogar ein Geschenk für euch. Oh, ein Geschenk. Es ist ein Bagua-Fragment. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Bitte nehmt es von uns an. Was ist ein Bagua? Ihr kennt keine Baguas? Gut. Ich hatte Angst, ihr hättet bereits ein besseres. Sie wirken auf alles Mögliche. Stärke, Verteidigung, Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie genau, aber sie helfen beim Training und den Kämpfen. Wie benutze ich das? Baguas landen in eurem Inventar. Drückt B, um den Bagua-Reiter zu öffnen. Zieht dann das Bagua und legt es in dem Feld für die Bagua ab. Oder aktiviert ihn mit Rechtsklick. Simpel, was? Jo, hört sich eigentlich einfach an, ne? Schauen wir dann mal. Sehen wir mal, wie euer neues Bagua aussieht. Kapitel 4, die Bambusblüte. Das ist sie ja hier, ne? Seht ihr? Die Bambusblüte? So, was haben wir denn da? Trainings-Bagua der Bambuswache. LP10, Genauigkeit 2. Da gibt es also mehrere von. So, drücken wir mal B. Aha, da ist das. Und dann können wir das mit Rechtsklick, hat sie ja gesagt. Machen wir mal. Geht nicht. Ah, doch. So, hat ein bisschen gedauert. Ich sag ja, die Server leckt gerade ein bisschen, ne? So ein paar Sekunden Unterschied. War egal, wir wollen ja weitermachen hier. So, jetzt habe ich das angelegt hier. Da braucht man natürlich, um das Ganze ausnutzen zu können, braucht man noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück davon. Okay. So, jetzt muss ich mal wieder mit ihr sprechen. Näher ran, so. Wir hätten mehr vorbereiten sollen. Aber es wurde so viel gestohlen. Tut mir leid, dass wir kein Bagua mit demselben Namen fanden. Ich verstehe es nicht.
Baguas funktionieren am besten in Gruppen von 3, 5 oder 8 Fragmenten. Dann sind sie viel effektiver. So, wie ich eben schon sagte, ne? Eigentlich, wenn das Ding komplett voll ist. Baguas funktionieren nur, wenn man Kleidung trägt. Die Wachen fanden das heraus. Ich fragte nicht nach. Ich werde daran denken. Ich hoffe, es hilft euch. Bestimmt sind alle begeistert, euch mit unserem Bagua zu sehen. Fühlt euch hier wie zu Hause. Habt ihr den Bürgermeister schon kennengelernt? Er hat bereits nach euch gefragt. Nee, ich glaube, den kennen wir noch gar nicht. Ihr solltet euch bei ihm vorstellen. Er ist sehr freundlich. Okay. Kapitel 4, lieber Muskel, immer noch. Was kriegen wir denn da? Beutel der Handelsunion der Drachen. Erweitert Inventar, Lager oder Garderobenplätze, okay? Hallo? Ich habe jetzt schon gedrückt hier. Oh, das leckt aber richtig, ne? Wow. Das hat jetzt ungefähr 10 Sekunden gedauert, bevor was passiert ist. Oh Mann, sind die Server so überlastet. Ich muss dazu sagen, heute ist Sonntag, wo ich aufnehme. Boah. Scheint ein bisschen zu lecken, ne? Ich glaube, ich werde auch nur eine Folge machen heute. Ich wollte eigentlich mehr aufnehmen, so 3 am Stück, aber bei dem, weiß ich nicht, dann nehme ich lieber eine Woche nochmal abends auf. Aber heute auf dem Sonntag ist das ja, nee. Sorry. Ist blöd, wenn die Server überlastet sind. So, sprech mit, wie heißt das Ding da? Daigo im Haus des Bürgermeisters. Ja, sorry, ich kann echt, die haben so solche komischen Namen, die kann ich gar nicht aussprechen. So, ich will hier eigentlich raus. So, müssen wir zum Bürgermeister. Aber echt, ne? Man sieht es ja schon, die Leute, bis sich das hier alles aufbaut. Ich kann auch gar nicht gucken, wie der Ping gerade ist momentan von mir. So, wer seid ihr? Was fällt euch ein, hier einfach so hereinzuplatzen? Ich bin Daigu, Bürgermeister des Bambusdorfes. Und ihr? Duchun hat mich hergebracht. Ihr müsst die Person sein, über die alle reden. Wunderbar. Ihr habt die Kanone auf die schwarze Rama abgefeuert. Schön, euch kennenzulernen. Ich hörte, ihr wollt eine Weile bei uns bleiben. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Für den Wiederaufbau nach dem Überfall könnten wir jemanden wie euch brauchen. Bitte helft den Dorfbewohnern. Ah, Quackchill fragte nach euch. Er kann nicht aufstehen. Daher bittet er euch, ihn im Haus der Heilung zu treffen. Wer ist Quackchill? Das wusstet ihr nicht? Er sprach dauernd von euch. Geht zu ihm, wenn ihr Zeit habt. Danke für eure Hilfe. Okay, Kapitel 5, die Genesung. Oh, was gibt's da denn schönes? Material für die Aufwertung von Waffen. Mhm, also das ist zum Aufwerten für Waffen. Das ist natürlich sehr interessant. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Kriegen wir dann, glaube ich, wenn wir da gleich mit dem Kerl gesprochen haben. Sehr schön. Geht jetzt. So, wir müssen da hinten hin. Jetzt müssen wir hier nochmal raus. Dienst zum gleich abschließende Episch. Ach so, was jetzt angezeigt wird, sind so Nebenquests. Dieser törliche Schulzu, er schmachtete schon wieder Namsu hinterher. Oh, so schnell kann ich ja gar nicht lesen, wie die hier reden. Egal, wir sprechen sie mal an, die alte hier. Okay, die Nebenquests sind in. Ne? Nicht vertont, nur die Hauptstory, aber das macht ja nichts. So, soll ich es mal vorlesen oder nicht? Ich versuche mal mein Glück. Hallo, ihr seht ja toll aus. Nein, nicht ihr in eurer abgerissenen Abenteuerkluft. Ich spreche von mir. So toll auszusehen ist alles andere als leicht, wisst ihr? Okay. Accessoires sind der Schlüssel zur Schönheit. Sogar mein Aussehen kann noch verschönert werden. Etwas mehr Schönheit kann die Welt immer vertragen. Was? Noch mehr Schönheit? Obwohl. Naja. So schön, ich weiß nicht. Also ich habe schon mal was Schöneres gesehen, ne? So, was denkt sie denn, die alle? Schönheit ist nicht alles. Zum Glück bin ich auch noch attraktiv und gut aussehend. Naja. Sprecht ihr mit mir oder mit euch selbst? Ach, ihr Dummerchen. Ihr wollt die Welt doch auch ein wenig schöner machen. Selbst seid ihr ja nicht gerade ein Schmuckstück. Aber ihr könnt mir bei meinem Schmuckstück behilflich sein. Ja. Ich mache es euch auch leicht. Ich weiß, wo es die perfekten Perlen für meinen ersten Halsschmuck gibt. Aha, Perlen, okay. Was denkt sie denn hier? Bescheidenheit ist keine... Was? Keine Zier? Okay.
Geht runter an die schmutzige Küste und sammelt Perlen von den schmutzigen Muscheln. Ihr versteht, warum ich das nicht selbst machen kann? Diese Hände dürfen einfach nicht schmutzig werden. Okay. Beihilfe zur Schönheit. Ja, ich weiß, mein Lesen, mein Vorlesen ist nicht so pralle, aber wenn ihr wollt, soll ich das weiterhin vorlesen oder nicht, dann sag mir Bescheid, sonst lasse ich das einfach weg und nehme das so alles an und nehme das so alles mit. So, also müssen wir Perlen sammeln. So, da drüben hatten wir auch noch irgendwas, ne? Hier, auf der Seite. Was will er denn? Oh, eure Waffe. Ganz schön beeindruckend. Krieger, möchtet ihr eure Waffe aufwerten? Was meint ihr mit verstärken? Um in dieser Welt überleben zu können, solltet ihr über aufwertbare Waffen Bescheid wissen. Aufwertbare Waffen Bescheid wissen. Nach all euren guten Taten helfe ich euch nur zu gern. Okay, hört sich gut an. Einige Waffen könnt ihr aufwerten, um sie zu verbessern. Dazu müsst ihr lediglich eine Opferung darbringen. Okay, wir müssen irgendwas opfern. Das ist eine Waffe, okay, die ihr opfert, um eine andere zu verstärken. Was ist eine Opferung? Okay, wenn wir Waffen haben, eine Waffe können wir kaputt machen, zerlegen, damit die andere verstärken. Das haben wir bis jetzt auch verstanden, ne? Ich aber natürlich auch. So, oh, so viel Text. Soll ich das echt alles vorlesen? Na, ich mach's mal. Elemente und einige Waffen eignen sich hervorragend als Gegenstände der Opferung. Es gibt verschiedene Elementarten wie das Element des Trainings oder das Element des Altrachen. Doch nur bestimmte Waffentypen können als Gegenstände der Opferung verwendet werden. Oh, mal Luft holen. Mit einer aufgewerteten Waffe werden auch die Kämpfe für euch leichter. Wartet, ich zeige es euch. Oh, so viel Text. Öffnet mit der Taste I euer Inventar und wählt mit die aufwertbare Waffe aus. Dann klickt auf Ausrüstung verwalten. Setzt dann euren Gegenstand der Opferung ein und klickt Verstärken, um eure Waffe aufzuwerten. Erinnert euch an diese Methode und verwendet sie zum Aufwerten eurer Waffen. Oh, so viel Text. So, jetzt dauert's wieder. Ich glaube, es leckt das wieder. Ich habe nämlich schon gedrückt hier, es passiert nichts. Aha, jetzt. Ja, die schwarze Ramme hat bei ihrem Angriff die Hälfte unserer Vorräte vernichtet. Und diese schmuckelige Wache, Jagen Wat Changong, ist dürr wie ein Spindel. Der Mann braucht was zu essen. Ne? Sieht nur, wie er seine Muskeln spielen lässt. Ach, das denkt sie gerade hier, man sieht's ja. Ne? Die Bläschen, da steht die Bläschen drin. So, Mensch, hier sabbelt aber viel, die Alte hier. Ist es überhaupt eine Alte oder ist es ein Kerl? Ich glaube, es ist eine ältere Frau oder so. Ich kann nicht zusehen, wie der Hunger leidet. Ihr könnt ihm etwas bringen. Ich habe ihm meine spezielle Krabbensuppe gemacht. Hm? Wo ist Changong Dingsbums da? Wo er ist? Gute Frage. Ich beobachte ihn die ganze Zeit. Er ist einfach ein zu hübscher Anblick. Hm. Aber lasst es mich euch doch einfach zeigen. So könnt ihr ihn in Zukunft eine ganze Menge nützlicher Dinge aufspüren. Ich glaube, nächste Zeit lasse ich das lesen hier. Das dauert mir zu lange. Jedenfalls hier, das ist so viel Text, ey. Drücke J, um eure Questlog zu öffnen, wählt die gewünschte Quest und klickt dann auf Questort suchen. Dann wird euch auf der Karte angezeigt, wo ihr Changong finden könnt. Oh, ist die bald fertig hier. Finde Changong mit Hilfe von Questort suchen. Ja, das hatten wir eben schon. So, jetzt lasse ich das. Könnt ihr jetzt selber lesen. Suppe für den Mann. So, zack. Mann, ey. War das viel Text hier. Könnt ihr gerne mir beantworten, soll ich das weiterhin vorlesen oder ist euch das zu blöd, wenn ich das vorlese, wollt ihr es selber lesen? Ich bin nicht der größte Vorleser. So. Ich denke mal, ich komme jetzt auch zum Ende. Die Folge ist rum, heute leckt das sowieso ein bisschen. Ich logge mich dann mal hier aus. Ich sag mal, wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch durch mein Vorlesen ein bisschen, aber ihr habt es soweit, denke mal, bestimmt verstanden. Dann lass mir doch ein Abo da, lass mir einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal wieder, liebe Leute. Tschüss.